10. Sollte noch größer werden. 10. Oder ist ein. So. 1, 2, 3. 4. Da auch 4 noch hin. 1, 2, 3, 4. So, da muss ich mal eben wegmachen, weil ich habe auch wieder nicht genug Holz. So. Muss ich mir eben doch Holz abschlagen wieder. Ich habe nämlich nicht genug Holz. Kriege ich auf jeden Fall wieder Setzlinge. So, kommt den da. Habe ich noch irgendwo? So. Jetzt noch keine Setzlinge runtergefallen. Gut, dann ist ja egal, welche Holzarten ich runterschlage. Halt, Hauptsache, dass ich Holz habe, was ich verwenden kann. Da. Zum Beispiel, so. Geh mal eben schnell und mach das mal verwenden. So. Wo ist denn jetzt das da? 28. Einmal. So, und das auch noch. Ich nutze das Holz jetzt. So, und zack. Da habe ich jetzt erstmal wieder sehr viel davon. Gut, dann gucke ich mal. Haben die Setzlinge noch fallen gelassen? Eben schnell, bevor ich weitermache. Genau da. Da ein Setzling. Da ein Setzling. 2. Nee, da ist aber wieder einer. Okay, weißt du was? Dann mache ich erstmal weiter. Das waren jetzt. Scheiß drauf, weißt du? 1, 2. 2, 3, 4. 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist noch immer symmetrisch. Glaube ich jedenfalls. Gibt es verschiedene Setzlingearten? So, ich sollte da noch mal mehr abmachen. Wird das so gemacht jetzt. Was auch gut aussieht, so machen. So, da das Holz wieder nehmen. 2. Da ist jetzt eine Schlucht, da sollte ich nicht weitermachen. Ich glaube, das reicht auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn jetzt alles gut ist, ja, dann passt es auch. Sehr schön, habe ich doch gut gemacht. Ist jetzt nicht das Beste geworden, aber es geht eigentlich schon so, finde ich. Muss ich nur noch einen Weg reinfinden. Da ist kein Schaf drin, schade. So, dann. Ah, hier ist ja ein Weg. Gut. Da habe ich auch einen Weg nach draußen. Falsch. Ah, die Kuh ist groß. Och, nö.
Schade, jetzt habe ich nicht genug Dingses dabei. Korn. Ist egal. Doch, das reicht auf jeden Fall. Um hier. Entweder ich mache da ein kleines Stück für Schweine noch. Oder da wird dann mein Kornfeld rausgemacht. Und ich mache dann eine Hälfte hier noch für Schweine. Zum Beispiel die hier einfach. Mache ich, glaube ich, auch so. Und da kann das Tor ja rein. Habe ich noch ein Tor vielleicht übrig? Nee. Dann würden hier einfach ein paar Schweine, die sind ja nicht so wichtig. Eigentlich sind Schafe für mich wichtiger als Schweine und so. So. Noch immer nicht. Gut. Dann gucke ich mal, ob ich eben mal wieder ein Dings züchten kann. Eine Kuh. Ja, sehr schön. Und so geht das dann halt immer weiter. Gut, dann gucke ich mal, wie ich das jetzt mache. Ich brauche ja Wasserbecken. Ich würde am besten das hier alles, so diesen Rand dann mit Kies machen und dann hier anfangen. Oh, das trifft sich ja gut. Nur sollte ich den Boden doch... So machen. So sollte ich das machen, weil... So, genau. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, so. Okay. So lassen. Mhm. 1, 2, 3, 4. So. Genau. 2, 3, 4. Das muss ich mir von weit nehmend angucken. Hier, ne? Ja, da. Wobei, ich könnte das eigentlich hierhin versetzen. Ich mache das hierhin versetzen. Warte mal, so. So, da mache ich wieder Erde hin. Dann sind da zwei frei. Da hinten dann gleich auch. Warte, da mache ich nochmal so. Und so. Okay. Müsste eigentlich gehen. Ach Quark, nein. Das ist doch falsch, das ist doch falsch. So, dahin. So. Und dann. Jetzt dann natürlich alles voll mit Wasser, aber dafür habe ich ja das. Genau, so. Und so, dann habe ich hier zwei und da zwei. Das ist gut. So, ich gehe mal eben schlafen wieder und dann. Gucken wir mal weiter, wie wir es weitermachen. Tür zu.
Monster in der Nähe? Oh, irgendwo ist ein Schleim. Ich glaube, das war das Monster. Jetzt kann ich auch wieder schlafen gehen, hoffentlich. Sehr schön, gut. Oh, die Musik macht einen voll ein bisschen schläfrig. Oh. Gut, dann komm, schauen wir mal weiter. Wie wir das jetzt da so machen. Ich gehe durch den Garten. Wofür haben wir denn den Garten? Ja, jetzt muss ich nur noch in dieser Höhe. Genau so. Da werde ich einen Kiesweg hinmachen. Dann spricht sich natürlich besser an, wenn ich das um einen verkleiner. Das heißt, ich muss hier anfangen, glaube ich. Ja, hier anfangen zu graben. Und da lassen wir einen übrig. So. Ich glaube, das ist gut abgemessen eigentlich. Für unser Feld. Ich denke mal, das kommt eigentlich so hin. So. Aber ich habe es, glaube ich, doch nicht richtig. Doch, wenn das hier nur Kies wird, der und der, dann doch, dann ist es richtig. Jetzt noch eben den hier. So, gut. So. Wenn ich das jetzt hier von oben so sehe, scheint es richtig zu sein. Das ist natürlich die Frage, was baue ich an? Ich baue, glaube ich, erstmal Zucker natürlich. Nicht Zucker. Ich glaube... Warte mal, ich muss das eben planen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Das heißt, könnte das aufteilen. Aber in wie viel? So, das ist das. Habe ich meine. Habe ich nicht eine Harpe irgendwo? Ah, da. Ich glaube, Wasser brauche ich sowieso noch nicht am Anfang. Und da drunter ist ja Wasser. Ich weiß nicht, ob das... Das geht, glaube ich, trotzdem. Ich mache mal hier jetzt so und dann... Ich weiß nicht, ob das klappt. Schon mal alle Felder, die frei sind, und die andere mache ich gleich. Ich muss auf jeden Fall Wasser dahin tun, das ist ganz klar. So, du willst natürlich. Und noch du. So. Ich mache, glaube ich, diese beiden Felder auf jeden Fall mit Weizen. Da muss ich gucken. Karotten oder Möhren. Genau. Weizen, Karotten. Ich glaube, so mache ich das. Aber dafür brauche ich erstmal auch Karotten. Das finde ich aber auch ganz leicht, finde ich. Karotten.